Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Gerrys Modellbau-Blog. Heute geht es um verschiedene Themen und mehr seht ihr dazu nach dem Intro. Um was geht's heute? Heute geht's um das, warum ich weniger mache, was ich in Zukunft alles noch machen werde, wie es mit meinen Projekten aussieht und einiges mehr. Warum habe ich in letzter Zeit ziemlich wenig gemacht oder weniger? Das liegt an einem, und zwar, wie ihr es schon hinter mir ein bisschen erkennen könnt, die Umgebung ist anders geworden. Das heißt, ich bin umgezogen und jeder kennt es, ein Umzug braucht extrem viel Zeit und beansprucht einen extrem. Deswegen bin ich in letzter Zeit nicht dazu gekommen, dass ich recht viel mache, beziehungsweise dass ich viel blogge oder auch den Modellbau sehr betreibe. Im Endeffekt, das ändert sich jetzt Gott sei Dank wieder, weil ich etwas mehr Zeit habe, etwas mehr Luft, da kann ich wieder schön Modell bauen und kann euch einfach wieder mehr zeigen und die Projekte, die ich noch laufen habe, weiter vorantreiben. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nächste Projekte, beziehungsweise laufende Projekte. Momentan läuft ja bei mir das Projekt Grosse RC. Der kommt diese oder nächste Woche noch vom Lackierer. Da kann ich dann ebenfalls weitermachen und kann das Projekt vorantreiben. Dasselbe ist mit den RC-Mattteilen. Hier hinter mir sieht man schon den LKW stehen. Da wird auch noch einiges verbaut und natürlich auch gefilmt. Ebenfalls Fahrvideos sind einige noch offen. Da werde ich auch noch einiges machen, zum Beispiel zur Bayer-Elektronik. Werde ich hier noch ein Fahrvideo machen, beziehungsweise zur Aufliegerbeleuchtung, ebenfalls zum Cross-RC, wenn er dann fertig ist. Und ja, was noch so kommt, da lasst euch dann überraschen. Vor einiger Zeit habe ich ja dann noch ein Video gepostet, wo ich um eure Hilfe gebeten habe, weil ich neue Kameraausrüstung kaufen wollte, gekauft habe und vieles mehr. Da ist einiges schief gegangen, beziehungsweise da ist einiges wirklich in den Mülleimer gekommen oder einfach wirklich in den Gaukel gegangen. Das seht ihr aber dann auf meinem zweiten Kanal, weil das passt jetzt hier nicht wirklich rein. Meinen zweiten Kanal blende ich euch hier jetzt dann ein. Das ist das Regal, alles was nicht ins Regal passt. Das ist mein persönlicher Kanal, wo ich so meine letzten Erfahrungen, Lebensweisheiten und auf das, was ich halt gerade Lust habe, drauflade. Und hier ist auch das mit der Kameraausrüstung, was da passiert ist, was genau los war und warum ich jetzt keine neue Kameraausrüstung habe. Also wie gesagt, das seht ihr dann am Regal, beim ersten Video. Da wird das erste Video genau das sein. Und ja, das war's jetzt auch schon. In weiterer Folge werde ich sicherlich noch mehr Videos machen und ihr werdet auf jeden Fall wieder mehr von mir hören. Aber wie gesagt, momentan hat es die Zeit einfach nicht zugelassen. Da bitte ich auch um Verständnis und sag schon danke fürs Zusehen. Das war's nämlich jetzt schon mit dem kurzen Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt ja einen Daumen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, hat es nicht gefallen. Und aufs Abonnieren nicht vergessen, auf die kleine Glocke. Das ist immer wieder leid, wenn wir was Neues posten. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Euer Peter von Gerrys Modellbau-Blog. Ciao!